Kapitel 10. Willkommen zurück. Der Sturm dachte noch lange nicht daran, sich zu legen. Nur störte es Sol gerade deutlich weniger als zuvor. Ganz sicher war sich das Fukano immer noch nicht, was es von allem, was gerade vorgefallen war, halten sollte. Aber es war alles zweitrangig. Solange er nur eines wusste. Das Funkenherz für Omegon losgereist war, änderte für ihn nichts. Sie war ein wertvolles Mitglied dieser Gruppe und vor allen Dingen, anders als sie selber wohl gerade dachte, wirklich kein schlechtes Pokémon. Nur ein wenig sorgte er sich vor dem, was nun anstehen würde. Funkenherz würde die Situation gegenüber der Gruppe erklären müssen. Sol war sehr optimistisch, dass Darkrai es vergleichsweise gelassen nehmen würde. Trotz allem war er es nun einmal gewohnt, dass Funkenherz auf Omegons Seite stand. Und letzten Endes hatte sie es ja wieder nur getan, da sie an sein Unrecht und an ihr früheres eigenes Recht glauben wollte. Was genau Latira wohl sagen würde, konnte das Fukano allerdings schlechter einschätzen. Am schlimmsten schätzte er aber die Unsensibilität ein, die Mew wohl an den Tag legen konnte. Funkenherz war alles andere als stolz auf ihre vergangenen Entscheidungen. Und bisher hatte das neueste Teammitglied sich nicht unbedingt als sonderlich verständnisvoll gegenüber, na eigentlich allem und jedem, gezeigt. Nur weil Sol fest entschlossen war, Funkenherz weiterhin zu unterstützen, hieß dies nicht, dass Mew das würde, nicht würde oder... Keine Ahnung. Der Anführer der Gruppe konnte das neueste Mon einfach noch kaum einschätzen. In seinen Gedanken versunken, war Sol gar nicht aufgefallen, dass er etwas viel Geschwindigkeit aufgenommen hatte. Mehr als seiner Begleiterin recht war. Vor allem, da ihr auch auffiel, dass Sol eher unbedacht drauf loslief. Sag mal, kennst du eigentlich unseren Rückweg? Ich habe nämlich keine Idee, ob wir uns überhaupt in die richtige Richtung bewegen und... Können wir vielleicht etwas langsamer machen? Wir haben's doch nicht so eilig, oder? Ich denke, den Weg schaffe ich gerade noch, ja. Viel mehr als geradeaus sind wir nicht gelaufen. Und wenn du noch etwas Zeit brauchst, dann können wir auch langsamer laufen. Danke. Der Weg war nicht weit, aber im nun langsamen Schritte dauerte er dennoch eine Weile. Und Stille durchzog die nächsten Momente. Doch es war Stille, die gebrochen wurde, als Funkenherz endlich die richtigen Worte fand. Sol, sag mal, wie genau kommt das eigentlich? Wie kommt es, dass du nicht aufhörst, mir zu vertrauen? Oder mir helfen zu wollen, gerade weil... Ich hab dich doch angelogen. Ich bin dir dankbar. Aber ich verstehe es einfach nicht. Weshalb denn? Ich meine, ja, du hast gelogen. Aber du hast mir doch im Labyrinth selber gesagt. Fehler sind erst dann Probleme, wenn man sie nicht einsieht. Du kannst unserer Gruppe helfen und du bist bereit dazu. Dich jetzt abzuweisen wäre in jeder Hinsicht eine schreckliche Entscheidung. Für diesen Krieg wäre es schrecklich und aus persönlicher Sicht, was soll ich sagen? Ich will einfach nicht nachtragend sein. Vielleicht liegt es auch etwas an Naivität, aber ich kann mich selber nicht wirklich dazu bringen, dich nicht als gute Freundin zu sehen. Dazu haben die letzten Wochen zu viel Spaß gemacht. Du hattest Spaß? Ich meine, natürlich ist der Krieg in einer Form anstrengend, aber gerade im Vergleich zu der Zeit, bevor wir uns getroffen haben. Erst habe ich mich fast dauerhaft mit Flamme gestritten, danach mit Sorak und mit ihm. Vielleicht ist Spaß nicht ganz das richtige Wort, aber... Ach, wem rede ich was ein? Ich sollte vermutlich keinen Spaß haben, aber selbst wenn so viel auf dem Spiel steht, Ich wollte schon so lange so eine Reise haben und jetzt bin ich hier und habe dazu in dir noch ein Pokémon an meiner Seite, das meinen Drang versteht. Oder hast du dir diesen Drang zum Abenteuer auch nur ausgedacht? Über diese Frage wirkte Funkenherz
tatsächlich etwas überrascht. Nein, natürlich nicht. Ich bin ja auch schon viele Jahre vorher gereist. Nur war diese Reise eben, naja, anders. Je länger es anhielt, desto schlimmer. Weil es einfach schwerer und schwerer geworden ist, die Wahrheit geheim zu halten. Und dass nicht einmal, weil ich Angst davor hatte, was mit mir passieren würde, wenn ihr die Wahrheit herausfinden würdet. Eher, je mehr Zeit vergangen ist, desto weniger konnte ich die Wahrheit verheimlichen und gleichzeitig hatte ich Angst, dass gerade du deutlich verletzter wärst, als du es anscheinend bist. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Und vor allem Dinge, die ich deutlich weniger nachvollziehen kann. Denk mal an Sakit. Und vor allem ist es eben, wie ich gerade sagte, ich hatte auf dieser Reise viel zu viel Spaß an deiner Seite. Und vor allem lasse ich mir nicht erzählen, dass alles daran nur Lügen waren. Dass das Pokémon, das ich kennengelernt habe, eine Lüge war. Und dieses Pokémon warst du. Die Antwort war Stille. Es wirkte nicht, als würde Funkenherz wirklich zustimmen wollen. Aber auch nicht widersprechen. Sie war sich selber nicht sicher. Wie sehr war sie selbst gewesen, als sie an diesen Ort gereist war? Und wie sehr war es bloß eine blinde Anhängerin Omegons? Auf jeden Fall können sich die Dinge jetzt ändern. Und ich werde dafür trainieren, wirklich gegen Günther zu kämpfen. Aber wo wir gerade davon reden. Seit wann genau benutzt du eigentlich Emotionskampf? Du hast davon nie erzählt. Ja, da wollte ich eigentlich noch mit dir drüber reden, bevor du vorhin geflohen bist. Also, ich bin natürlich immer noch am Lernen. Im Prinzip habe ich parallel mit dir angefangen. Ich habe Latiras Training ja auch zugeschaut und wollte einfach selber mal sehen, ob ich vielleicht irgendwas mit Emotionen anfangen könnte. Und dann hat es angefangen, deutlich besser zu funktionieren, als ich selber dachte. Ich wusste nicht, wie du reagieren würdest, gerade da du dich ohnehin schon etwas distanziert hattest. Und ich hatte Angst, wie du reagierst, wenn du eben erfährst, dass ich das, wofür du langes Training brauchst, im Prinzip ohne Training hinbekomme. Das macht doch gar keinen Sinn. Dachtest du wirklich, ich würde mich schlecht fühlen, weil du Erfolg hast? Vielleicht dachte ich es aus denselben Gründen, aus denen du dachtest, ich würde mich schlecht fühlen, wenn ich was von deinen ersten Plänen erfahre. Das ist was ganz anderes, Sol. Ein weiteres Mal folgte Stille. Sol hatte durchaus das Gefühl, dass die Lage immer noch recht angespannt war, dass Funkenherz sich sehr unsicher war, was sie sagen und wie sie auf Dinge reagieren sollte. Vielleicht wäre es besser, dem Prozess die nötige Zeit zu geben. Zeit, in der Funkenherz selber wieder zu sich finden konnte. Und auch wenn sie sich hierfür ein wenig distanzieren würde, sie wusste nun, wohin sie gehörte und Sol würde warten und immer bereit sein, wenn Funkenherz ihn wieder brauchte. Für nun würde sie jedoch zunächst wieder ankommen, dort, wo Latira, Darkrai und Mew warteten. Irgendwie wurde Sol bei dem Anblick etwas unwohl. Gerade nun, wo er die drei so separat sah, wurde ihm wirklich bewusst, wie gerade ohne Flamme er aus diesem Team herausstach. Er und ein wenig Funkenherz. Diese drei Pokémon, die hier so warteten, auf den Befehl eines einfachen Fukano hin, waren alles drei legendäre Pokémon. Die Schwester der Aeon-Zwillinge, ein Begleiter der Helden der Schatten und Darkrai eben, ein Mon, das nicht einmal einen Titel brauchte. Und dann gab es noch Funkenherz, die zwar nur ein Luxio war, aber Darkrais Nachfahren. Und an der Spitze dieser Gruppe soll ein Fukano, aber ein Auserwählter. Ein Auserwählter einer besonderen Flamme. Gab es ihm wirklich das Recht, diese Pokémon anzuführen? Nun, egal ob es das tat oder nicht. Anführen ist, was er würde.
Und dazu gehörte es, Funkenherz beizustehen, als sie ihr Verhalten erklären musste. Wobei das Luxio trotzdem darauf bestand, für sich selber zu sprechen zu wollen. Egal wie nervös sie doch war. Die Reaktionen, welche folgten, waren teilweise erwartet. Vor allem, wovor Funkenherz sich am ehesten gefürchtet hatte. Darkrai. Es ist für mich nicht bedeutend, wann du zur Besinnung kommst, Funkenherz. Das Wichtige ist, dass du auf unserer Seite stehst, wenn es denn ans Ende geht. Und dass ich mich nicht gegen dich stellen muss. Nicht noch einmal. Mew reagierte überhaupt nicht wirklich. Also er sprach schon über Gott und die Welt und über alles außer dem eigentlichen Thema. Naja, es war wohl besser als das, was Sol befürchtet hatte. Die einzige Reaktion, die wirklich negativ ausfiel, war Latira. Allerdings lag es nicht an irgendwelchen Lügen, die Funkenherz aufrechterhalten hatte. Du hast Omegon dein Wort gegeben. Omegon darf man nicht vertrauen, Funkenherz. Man darf es einfach nicht. Dass du ihm auch noch die Macht über dich gibst. Was genau hast du denn getan? Hast du ihm nur ein Versprechen gemacht? Oder einen Schwur? Vielleicht sogar einen Sternschwur? Ich habe ihm nichts gegeben als ein Versprechen. Und ein Versprechen kann ich doch einfach brechen, ne? Schnell regte das Ion-Pokémon sich auch wieder ab, als sie nun diese Worte hörte. Gut, wenn es wirklich nur ein Versprechen war, dann sei froh. Hättest du einen Sternschwur geleistet, dann hättest du jetzt deutlich größere Probleme als unsere Reaktion. Aber warum denn? Was genau ist denn dieser Schwur? Nun, das wüsste ich tatsächlich auch ganz gerne. Selbst ich, in meinen Jahren von Freund und Feindschaft mit Omegon, habe bisher noch nie etwas davon gehört. Woher kennst du dieses Konzept denn, Latira? Der Sternschwur ist das höchste Versprechen, welches man Omegon geben kann. In der Regel ist es eine zweiseitige Abmachung, über welche Omegon die Sterne selber wachen lässt. Als das Element der Ehrlichkeit sehen die Sterne das gemachte Versprechen und strafen einen Bruch mit größter Missgunst und der Kraft der Sterne in Feindschaft. Omegon schließt diese Abmachung nur in seltensten Fällen. Sie sind etwas Höheres als sogar er selber. Ihm ist es ohnehin am wichtigsten, keine Lügen zu sprechen. Doch würde Omegon einen Sternschwur brechen, würden die Sterne selbst ihren eigenen Meister verstoßen. So mächtig ist ein Sternschwur, dass ein Bruch dieser sogar Omegon selber seiner Macht berauben könnte. Kurz überlegte Sol, kam jedoch zu einem enttäuschenden Schluss. Wäre Omegon irgendein anderes Wesen, dann könnte man vielleicht versuchen, ihn irgendwie dazu zu bringen, einen solchen Schwur zu brechen. Aber er ist nur einmal Omegon. Er lügt sowieso nicht, egal ob Schwur oder nicht. Außerdem müsste hierfür erst einmal ein solches Versprechen gemacht werden, ein solcher Schwur. Beide Seiten des Deals müssten sich zu 100% sicher sein, dass sie jedes ihrer Worte Wahrheit werden lassen. Ansonsten würden die Konsequenzen ihrer Existenzen übersteigen. Sie schwören im Angesicht eines gesamten Elementes. Funkenherz, glaubst du, dass Sakit vielleicht so einen Schwur geschlossen hat? Sakit? Warum sollte Sakit einen Schwur gegenüber Omegon ablegen? Er ist der Erste, der seinen Weltengeist über alles stellt. Das dachte ich auch immer. Aber er kämpft diesen Krieg an Omegons Seite, als Omegons Diener. Von dem, was Flamme und Sorak erzählt hatten, hält er Omegons Niederlage für unmöglich. Deswegen schloss er sich Omegon an, im Gegenzug zum Versprechen, dass Terrus Wurzelwelt nach Omegons scheinbar unvermeidbarem Sieg ein Teil des Imperium Omega wird. Ruhig,
blickte Dakra ins Feuer. Soweit ist es inzwischen also gekommen. Pokémon aus unseren Weltenbäumen sind so verzweifelt, sich in Hoffnung auf eine Zukunft auf Omegons Seite zu stellen. Die Hoffnung schwindet wirklich in jedem Pokémon, selbst jenen, die nicht im Krieg stehen. Wenn manche der unsrigen glauben, dass Omegons Weg der in die Zukunft ist. Es liegt wohl wahrlich an uns. Nicht einmal die Gebete unserer Mit-Pokémon können uns noch leiten, wenn sie nicht mehr glauben. Bewohner der Welten, welche verenden sollten, stellten sich auf Omegons Seite. Das Schicksal selber und die Stimmen des Lebens forderten die Reisenden heraus. Es stimmte. Diese kleine Gruppe an Pokémon war vielleicht das Einzige, was Omega noch gegenüberstand. Und selbst in ihrem Inneren war diese Gruppe gebrochen. Das Pokémon, welches ihr einst ein Anführer sein sollte, war geflohen. Warum und wohin? Das konnte Sol nur raten. Doch eines war klar. Wenn sie denn wahrlich die letzte Bastion aller Weltenbäume waren, dann gab es keinen Weg, außer den nach vorne.